Also der ist... Ich glaube, der ist an sich, ist der genau gleich lang. Nur, dass Spyro sich in diesem Teil ein bisschen länger in der Luft befindet, wobei der im Original mehr Zeit braucht am Boden, um wieder in seine normale Position zu kommen. Kann man das so sagen? Hat man das verstanden? Okay, haben wir hier alles? Ja, dann machen wir mal den dicken Klotz hier kaputt. Eine Kugel, genau. Aber hier mit dem Baumstumpf, das ist doch alles wunderschön hier. Das gefällt mir richtig gut. Wir hatten Arbeit. Für was wir hier alles die Trophäen kriegen, ne? Ach ja, das ist ja Eis. Wobei das hier nicht wirklich nach Eis aussieht. Rutsch, 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 rutsch. Auch hier die Kristalle an den Seiten. Und hier oben. Ich mag ja sowieso so Leuchtsachen. So Leuchtpilzis und Leuchtkristalle. Nun, es ist ein kleiner Trost, dass du so viele Kugeln gesammelt hast. Mein Hochleistungsportal bringt dich zu den Wolkentempeln. Auch so ein Level, was ich nicht so gerne mag. Vor allem auch wegen Agent 9. Ne, 0 heißt der, Agent 0. Doof, guck da, ey. Oh, guck mal, den haben wir eben verpasst. Na gut, dann haben wir hier vorne, glaube ich, soweit alles. Da gehen wir mal runter. Gucken wir mal, dass wir hier alles aufsammeln, auf jeden Fall. Oh, 2 Zehner. So, dann haben wir hier noch das Level. Wieder richtig Asche ausgeben hier, ey. Na, jetzt zu. Noch ein letztes Rennstreckenabenteuer, Spyro. Ist gar nicht mal so teuer. 200, ja komm. Eine weise Entscheidung. Ein schneller Drache wie du hat das Geld sicher im Nu wieder drin. Natürlich. Gut, dann haben wir hier unten alles, dann können wir jetzt endlich mal nach hinten, in den hinteren Teil gehen. Also hinter die Mauer quasi. Da will ich noch gar nicht hin, ich will erstmal hier unten alles bereinigen. Das müsste die Roboterfarm sein. Oder Roboterhof. Roboterbauernhof. Roffelkopter. Ich weiß gar nicht, ob Roboter Bauernhof. Ich meine, der hieß nur Robotica Farm. Oder sowas. Robotica. Irgendwas mit Robotica, meine ich. Aber ich kann mich jetzt natürlich auch wieder täuschen, ne? So. Wie ich sehe, weißt du den Wert von Kugeln zu schätzen, Spyro. Mit deiner tollen Kugelsammlung sollte dieses empfindliche Tor perfekt funktionieren. Ja, Metropolis. Das ist auch ein cooles Level. Das, denke ich, werden wir mal als vorletztes machen. Ich denke mal als allererstes machen wir das olle Fluglevel, weil das ist nicht so toll. Auch nicht das Zusatzspiel, was es da gibt, finde ich auch nicht so geil. Habe ich nämlich damals auch ziemlich Probleme mit gehabt. Also damals noch. Also wo ich noch klein war. Ich glaube, im letzten Let's Play ging das ganz gut. Aber halt damals. Okay, Spyro. Jetzt hast du die Kugeln. Und gleich wirst du Ripto besiegen, richtig? Richtig? Ich wünsche dir jedenfalls viel Glück. Erst hinter dieser Tür. Okay, jetzt versuche ich da reinzugehen, ohne... Ach, guck mal. Ach, das ist die Schildkröte.
Ich will noch nicht weiter nach hinten gehen, weil ich weiß nicht, ob wir bis in den Strahl rein müssen oder einfach nur einen bestimmten Punkt überschreiten müssen. Deswegen lasse ich das mal sein. Okay, dann... ja, ne? Gehen wir erstmal hier hin. Ich mag dieses kleine Mini-Feuerwerk. Wir haben alle Edelsteine. Schön. Kommen wir jetzt da hinten hin, wo ich hin will, um die letzte Kugel zu... Ja, ich glaube schon. Oh Gott, das ist ganz schön... Ganz schön durcheinander hier. So. Zack. Alle Kugeln gesammelt. Wir sollten jetzt eigentlich alles haben hier. Genau. Und das bedeutet, wir können wieder zurück. Und zwar zur herbstlichen Heimatwelt. Oder herbstliche Heimat. Ach ja, und können da unsere Lieblingslevel machen. Ich freue mich nicht. An sich wäre es eigentlich logischer, wenn wir zuerst Bruchhügel machen, weil das halt auf dem Weg nach hinten liegt. Ich will aber nicht Bruchhügel, aber dann haben wir das Blöde schon mal weg, ne? Wer kennt es nicht? Ich glaube, wir machen zuerst Bruchhügel. Willst du mich eskortieren? Ich hasse das. Ich muss da drauf erstmal hier so ein komisches Waldbeeren-Gummibärchen-Ding essen. Ne, will ich nicht nochmal sehen. An sich müssen wir die ja nicht befreien, ne? Wir können ja gleich einfach das Level verlassen. Hoffentlich. Und dann kann ich nämlich hier schon mal nach Hause. Quasi nach Hause. Das ist so super, ich liebe den. So, guten Tag, liebe Leute. Stimmt, der hat ja voll die geile Butze. Ich experimentiere mit einem neuen Trank und würde ihn gern testen. Aber wegen der Erdformer traue ich mich nicht raus. Wärst du wohl so nett, mich zu begleiten? Die heißen Erdwürmer. Toll! Halte die Erdformer einfach von mir fern. Dann bringe ich den Trank zu Jäger. Ich kenne die Stimme irgendwoher. 4 von 5. Lass den in Ruhe, du Pisser. Boah, das war knapp. Bist du? Hallo? Oh, Gott sei Dank. Puh. Meine Füße fühlen sich schon besser an. Passt du bitte hierauf auf? Dankeschön. Gut, das Schlimmste hätten wir eigentlich, glaube ich, schon mal hinter uns.
Wenn du schon da bist, würdest du mir helfen, diese sturen Erdformer loszuwerden? Ja. Gut. Wenn ich einen Erdformer mit einem Pfeil treffe, machst du einen Kopfschuss, bevor er wieder hochkommt. Du weißt ja, erst springen und dann Aktion drücken. Mhm. 4 von 5. Sie hätte auch einfach hier rumgehen können, ey. Wen machst du? Achso, hast du doch keinen anderen abgeschossen. Ich dachte, er hätte jetzt auch noch den dritten da gemacht. Den links? Gerade aussehen, okay. Wir sind ein tolles Team. Oh. Hier, das wollte ich dem Alchemisten geben. Aber ich bin gerade sauer auf ihn. Ja, ich auch. Alle Kugeln haben auch alle Edelsteine? Ja. Wunderbärchen. Ich gucke gerade nochmal. Aber ich meine... Ja genau, Galb als Perfekt. Und dann gibt es noch die Schluchtenstrecke. Beziehungsweise Canyon Ring. ja, gut. Dann hätten wir soweit alles. Hier haben wir auch alles. Ja, und Mr. Alchemist hätte auch eigentlich da direkt drüber gehen können. Aber na gut. Gut, dann werden wir jetzt das allererste Mal das Level so verlassen. Und hoffen, dass wir das jetzt nicht nochmal machen müssen. Ich weiß, im Original hat das so funktioniert. Wie das jetzt ist, ich weiß nicht. Ich könnte aber gerade noch mal was trinken hier in der Pause. Ladepause. Pause, genau. Super. Dann können wir jetzt zur schattigen Oase und können da die kleinen Nilpferdchen befreien. So, ich weiß jetzt nicht, gibt es da einen Strudel, der uns das abkürzen lässt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen dann nochmal einmal komplett durchlaufen. Ja, haben wir schon mal gesehen. Ja, ist okay. Hau rein. Kleiner Mann. So, ist hier was? Nee. Gut, dann müssen wir einmal komplett durchlaufen. Ich glaube, wir müssen sowieso ein paar Gegner kaputt kloppen. Wo bist du? Hallo? Komm mit! Hier! Hopp! Geh! Da wird wir diesen Powerpunkt da hinten aktivieren. Wir brauchen nämlich... Ich glaube, das ist eine 18. 18 Gegner brauchen wir. Wir haben... Nee. 3. Das ist sehr viel. Ich weiß nicht, wie viele Gegner es hier insgesamt gibt. Aber 18 ist schon eine Zahl, ne? Deswegen mache ich hier mal alle kaputt irgendwie. Also so viele, wie es geht. Huch. Ja, ja, lach du mal. Auf 15 haben wir schon. Das ist ja doch... schon eine Menge. Achso, da brauchen wir den
Klumpen für. Wo haben wir denn den Typen zurückgelassen? Wie lange? Ach, ich drücke immer die falsche Taste. 20. Ich glaube, wir können auch hier raus. Ja. So. Wir machen erstmal hier vorne die restlichen Edelsteine. Da lag wieder einer in der Luft. So, wir holen uns noch unser Sparks auf volle Energie. Und dann können wir hier loslegen. Meine acht Brüder sind in Stein gefangen und werden versinken, wenn du sie nicht befreist. Mach Kopfstöße auf Steine, indem du springst und dann Aktion drückst. Mir nach! Dir nach! Mir nach! Und denk dran, erst springen, dann Aktion für den Kopfstoß. Folge Grundy und hau ihre Verwandten aus dem Stein. Das ist aber auch dezent einfach. Danke für die Rettung. Ich habe nur dieses Dingsbums für dich. Aber wenigstens ist es kein Stein. Also, das war jetzt einfach. Das war auch im Original schwerer. Mal wieder. So, wir sollten jetzt hier eigentlich alles geschafft. Hol haben. 100% des Level abgeschlossen. Genau. Dann können wir das Level verlassen. So. Und da gucken wir uns nochmal den Atlas kurz an. Und dann können wir auch schon den Canyon Ring als nächstes machen. Mal gucken, wie wir den so hinkriegen. Vielleicht direkt unter Zeit wäre natürlich super. Aber 1:10 ist er, glaube ich. Ne? Das war, glaube ich, damals schon knackig. Aber der Eisring ist natürlich immer noch mein Lieblingslevel irgendwie. Ja, guck dir das mal an, wie schön das aussieht. Also Eisring ist mein Lieblingslevel eigentlich. So, das gefällt mir am besten. Tudum. Wintertundra, genau. Da wollen wir hin. So, dann machen wir erst erst den Canyon Ring. Und dann machen wir weiß ich noch nicht. Vielleicht Robotikerhof oder wie der hieß. Und damit in Metropolis wollte ich. Ach, keine Ahnung, wir machen auf jeden Fall erstmal den Canyon Ring. Gucken, wie lange wir uns da überhaupt aufhalten. So. Schluchtenstrecke. Nee. Wir machen als allererstes hier Zauberdinger da. Nicht Zaubersumpf, sondern diese schwebenden irgendwas. Keine Ahnung, da wo Agent Null ist. Hurra, Gott, das geht ja direkt los. Dieses Pfeifen ist sehr schwach. Das war im Original um Welten besser. Falsche Richtung. Double Kill. Da seid ihr beiden. Ja, ich bin durch dich durchgeflogen. Doch, du Drecksvieh, Alter.
Spyro, du Pisser. Das wird nicht. Ich bin in die falsche Richtung geflogen. Ja, wir machen das einfach nochmal. Da muss man sich ja erstmal wieder an die Flugsteuerung gewöhnen, ey. So. Beziehungsweise man muss hier erstmal auf alles klarkommen. Die Steuerung, die Musik, die sehr schwach ist, meines Erachtens. Ich hab den schon wieder nicht gekriegt. Wo bleibt der Letzte? Da. Und wir haben... Oh, geil. Ach, den Fähigkeitenpunkt. 1,9. Super, direkt gekriegt, ey. Geil. Oh, dann hätten wir das schon mal hinter uns, ey. Okay, jetzt kommt noch... dieses super lustige Ding mit Jäger. Ich mich schon sehr darauf freue. Nicht. Sind wir hier überhaupt richtig? Was sind das überhaupt? Die sehen ein bisschen aus wie Maulwürfe. So ein bisschen. So, hi. Okay, Spyro. Willst du mein Flugzeug ausprobieren? Ich hab's repariert und bin mir recht sicher, dass es nicht abstürzt. Entschuldigung. ja klar, wir fliegen mal mit. Spyro, hör gut zu. Ich werde das Flugzeug aus der Ferne lenken. Also musst du nur die Ziele mit dem Gewehr treffen. Drück Angriff zum Feuern, während du zielst. Okay. Verfehl kein Ziel. Alles klar. Oh Gott, das fängt ja schon gut an, ey. Oh, die Steuerung ist nicht invertiert. Da komme ich nicht drauf klar. Wie man vielleicht merkt. Ich weiß, ich bin leise. Oh. Ah. Hey, du hast dein Ziel verfehlt. Schau, ja. Okay. Ist schwer, sie alle zu treffen. Ja, halt die Fresse, ey. Dann los. Kann man das bitte ändern? Nee, das ist ja nur... Kann man das nicht ändern? Ja, dann muss ich damit jetzt klarkommen. Kann natürlich auch sein, dass ich das jetzt übersehen habe. Ging das denn im Original? Oder habe ich da auch dann einfach so versucht, das hinzukriegen?
Hey, du hast alle Ziele getroffen. Das hast du deinem guten Piloten zu verdanken. Oh, ich dachte, das würde danach noch weitergehen, wenn die letzten zwei aufeinander zurasen. Oh Gott. Puh. Nee, ich will... Bitte. Ich hab keine Lust. Ich will das nicht weitermachen. Wir sind bald wieder bei 4444. Sehr schön. Okay, da muss ich mal gucken. Das war, glaube ich, in der Eishöhle drinnen, ne? Das Level. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Hieß das irgendwas mit Zauber? Ist auf jeden Fall, ich glaube, mit das beschissenste Level im ganzen Spiel. Da war aber noch ein Level, was ich nicht so mochte. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Da habe ich mich auch drüber aufgeregt. Weil ich auch gesagt hat, hätten sie eigentlich rauslassen können. Falls ihr das noch wisst, was es war, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Ach Quatsch, wo will ich denn hin? Da ist doch Metropolis drinne. So, hier hinten müsste das gewesen sein, ne? La, 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 la. Wolkentempel, genau. Der wunderbarste Level im ganzen Spiel. Oh. War das nicht Bruchhügel, wo ich mich drüber aufgeregt habe? Das ist auch ein Scheiß-Level. Wolkentempel und Bruchhügel, das hätten sie einfach weglassen können. Okay, ich muss schon mal sagen, die Charaktere hier, also, oh, wie geil, mit dem Eis da drunter oder Kristall oder was das ist. Geil. Also er hier gefällt mir schon mal besser als im Original. Der sieht nicht mehr ganz so verpeilt aus und so eingebildet irgendwie. Das ist schon mal schön. Aber wir werden hier Schluss machen, denn die Stunde ist schon fast rum. Morgen werde ich dann wieder einen neuen Part, also zwei neue Parts mindestens aufnehmen. Gut, ich hoffe, euch hat das Let's Play bzw. die Aufnahme bis hierhin gefallen und ja, hoffentlich sehen wir uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Tschüss!